wissen immerhin jetzt, was waren die wichtigen Informationen? Da unten ist Nebel. Würde auch nichts schief gehen. Bleib unten. Ich muss da noch durch. Supi. Ein bisschen Zeitung. Aber ich war der Meinung, einer von beiden fällt die Treppe runter. Falle ich jetzt die Treppe noch runter? Wahrscheinlich. Hallo, na, wie geht's dir? Jetzt falle ich die Treppe wahrscheinlich, die Leiter. Ja, natürlich. Nee, ich spiele tatsächlich, ich habe schon ein paar Mal gespielt. Verdammt. Das war lange her. Ich weiß nur noch grob, was passiert, aber ich weiß nicht mehr genau, wie ich zu den einzelnen Sachen komme. Ich habe immer Angst, dass ich noch irgendwelche Sachen zum Aufsammeln hier irgendwo habe. Aber ich glaube, die kommen noch gar nicht. Diese komischen Puppendinger da. Die machen ja auch Krach, die klimpern ja so ein bisschen. Ich habe die noch nicht alle gefunden. Die schwimmen! Hey. Das ist auch ein schöner Ausflug. Ja, doch mal schwimmen. Schwimmen, schwimmen, einfach weiter schwimmen. Ups, das war zu weit. Hier dreht sich von alleine. Aber das muss so stinken, da lang zu schwimmen. Kommt denn nicht eigentlich jetzt irgendjemand hochgeplöppt? Nee, das war nicht. Doch, das war hier. Hallo. Oh, wir haben den Kameramann gefunden. Oder den anderen Typen, der im Rohr hing. Nee, das war der Typ, der im Rohr hing, oder? Der hat ein wunderschönes Gesicht. Ja? Und ich habe die Demo in VR gespielt. Das ist ja auch schon anders heftig. Einfach weil dir permanent alles ins Gesicht springt. Das mir wird von VR sehr schnell schlecht. Das war dann auch so ein bisschen kontraproduktiv. Obwohl, hier ging es eigentlich. Ich hatte schon gespielt, das war schlimmer vom Schlechtherrn. Vom Schlechtwerden her. Wir haben nur die Demo gespielt, weil wir, ja. Wir hatten die VR-Brille nicht so lange. Hat für die Demo nur gereicht. Ja, schön. Hier, das schöne Klo. Ah, herrlich. Fühlt man sich doch gleich wie zu Hause. So, unsere Freundin. Ist das jetzt eigentlich schon in dem Spiel unsere Frau oder ist das Freundin? Ich weiß es gar nicht. Ja, eigentlich gar nicht mehr da ist. Mir? Ja, ich nutze das Videotape, das funktioniert garantiert. Oder den Führerschein. Nee, schade. Was haben wir hier? Jupp. Keine Ahnung. Tot? Türt? Turned! Achso, turned. Tot, verwandelt, 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 tot, 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 verwandelt, tot, tot, L. Wahrscheinlich Louis? Lukas? Wie hieß der Sohn nochmal? Oh, wollte ich schnell, den nehme ich gerne mit. Yep. Der ist bestimmt praktisch. Sehr viele Gesichter. Aber nichts, was zum Einsammeln ist. Kann ich einfach gehen? Anscheinend. Ich weiß, ich muss sie befreien, aber kann ich vielleicht hier noch irgendwas vorher machen? Ich glaube nicht. Hier komme ich später nochmal hin. Wenn man die Reihenfolge nicht mehr weiß. Das ist bei dem Spiel, glaube ich, eh so ein bisschen durcheinander, weil man ein paar Mal an die gleichen Stellen kommt. Was haben wir hier noch so? Dosen. Ja, wir müssen nicht verhungern. Nice. Können hier bleiben. Wir haben Dosen, wir haben Klo, wir haben vielleicht nur nichts zu trinken. Okay, geh mit mir befreien. Da. Oh, Steuerung ist ein bisschen hakelig. Das ist ein bisschen böse an der Capture Card. Die Steuerung ist so ein bisschen hakelig. Ich glaube, da wird noch ein paar Problemchen geben. Zum Glück spielen wir auf einfach. Einmal Bolzenschneider, danke. Nice.
Türchen auf. Hallo Sie, geht es Ihnen gut? Mia, Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan. Ethan? Ethan? Bist du in Ordnung? Du solltest nicht hier sein. Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, hab ich nicht. Hab ich? Geh doch jetzt. Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Ja. Wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy? Wir müssen gehen. Jetzt! Wobei ich dazu sagen muss, dass ich die Motion Controller und Kopfbewegung nicht genutzt habe. Ja, wir haben das tatsächlich mit den Controllern gespielt. Das war halt vielleicht der Fehler. Mir ist sehr schnell schlecht geworden. Könnte aber auch an den ganzen ekligen Bildern liegen. Die geht ja auch nur 20 Minuten oder so, die Demo. Zu einem sicheren Ort. Lass mir erzählen, was hier los ist. Hier springt dich halt auch alles an. 3 Jahre weg. 3 Jahre? Das ist ganz schön lange Jungfrau. 3 Jahre? Ja, anscheinend. Ich hab keine Ahnung. Ja, das habe ich auch. Mir wird schnell schlecht im VR. Und das ist auch ein Spiel, was halt wirklich darauf angelegt hat, im VR zu sein, weil ich permanent irgendwas anspringt später. Was? Ja. Was ist das hier? Ich bin hochkonzentriert. Nicht jetzt. Dreh dich wieder um. Erst hier raus. Okay. Ich glaube, es ist hier lang. Ich habe da gerade geguckt, da ist kein Weg lang. Du kannst ja gerne nochmal gucken. Ich war da schon. Ja, da ist nichts. Geh vor. Ja, komm. Ich guck dir gerne zu, wie du nach vorne gehst. Wartest du auf mich? Mia, wir müssen reden. Die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Wir müssen hier entlang. Du weißt sehr viel anscheinend. Bist du sicher, dass der richtige Weg ist? Ich bin von der anderen Richtung gekommen. Mia, weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Ich weiß es ja nicht, ob es so smart ist, zur Familie zu laufen. Die scheinen mir alle sehr freundlich zu sein. Obwohl, wir haben ja keinen gesehen, bis auf der Vater, der ein bisschen rumschleicht. Das ist auch gerade wahnsinnig detailliert. Ich muss mir den Remake Teil 2 auch hinzulegen. Ja. Ich habe die ganzen Resident Evil Teile selber doch nicht gespielt. Ich habe viel zugesehen bei Freunden. Es. Oder Let's Plays geguckt. Das ist tatsächlich der erste Teil, den ich tatsächlich komplett selber durchgespielt habe. Bis auf den allerersten auf der PlayStation 1. Den hatten wir auch mal. Den hatte ich auch ich durchgespielt. Raum. Das ist ewig her. Es gibt noch eine Tür hier. Und da war ich dezent vielleicht etwas zu jung dafür, dass wir das spielen hätten sollten. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg! Ja, wer hat die Tür geklaut? Meine Familie sein. Jetzt, wo du da bist. Ich würde die Tür nehmen. Da ist eine Tür. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Leg du dich hin. Ich suche einen Ausgang. Du scheinst mir gerade nicht ganz so beisammen. In den Spülbecken, kannst du ein bisschen putzen und so. Mia. Wir müssen hier raus. Bleib einfach hier, okay? Ich werde mich umschauen. Das hatte ich gerade gesagt, Kollege. Sie soll da sitzen bleiben und mir gucken. Haben wir hier irgendwas, was wir interessehalber mitnehmen können? Ja, hier noch ein Zettel. E00. Nein, E001. Das ist noch ein Strich. Die Omi. Was hat es mit der Omi auf sich? Hm. Sie hat eine Nummer 1. Das war die erste. Ja gut, es macht auch Sinn, sie ist die älteste. Nee, eigentlich nicht. Jetzt hatte ich einen Denkfehler. Obwohl. Ja, was? Es gibt ja eine. Ich habe den 8. Teil. Nein, ja, okay. Ich will die Puppe kaputt machen, ist okay. Will die mitnehmen. Schöne Puppe. Im 8. Teil, da gibt's ja auch noch, geht's ja auch um die Story hier, was hier passiert. Das ist auch dezent verwirrend.
Den habe ich aber auch nur gesehen als Let's Play. Den würde ich auch gerne spielen. Der sah sehr lustig aus. Sah sehr spaßig aus. Mia? Guck mal, ich habe die Tür gefunden. Aber jetzt ist Mia weg. Wo die wohl hin ist. Weiß ja nicht, wer vorhin geschrien hat. Wenn ich die Puppe mit. Ich hätte gern halt irgendwas, dass ich jemanden am Kopf werfen kann, aber der nimmt nichts mit! Wenn ich hier in einem Lost House rumlaufen würde, würde ich halt irgendwas mitnehmen. Sei es halt nur eine doofe Puppe, dass ich halt irgendwie mich wehren kann. So halbwegs. Hier. Dreckige Wäsche. Yay. Wollen wir mal telefonieren? Ich rufe den Telefonjoker an. Oder auch nicht. Telefon ist tot. Mach die Tür auf. Die Schrank. Ja. Karte des Gästehauses. Yay, ich habe eine Karte. Welcher Knopf war für die Karte? Nee, Neustadt will ich nicht. Nein, das will ich auch nicht. Die Controls vergisst. Achso, okay, so ist Verteidigen. Das ist schon mal wichtig. Diese Taste werde ich wahrscheinlich niemals wirklich nutzen. Dach, da muss ich lang. Geh ins Bad. Komm mal hier. Medizin. Brauchen wir erstmal nicht. Noch sind wir nicht verletzt. Geh mal baden, komm. Hör auf zu klopfen, ich will baden. Ist ja gut. Wer klopft? War das hier? Nee. Wo ist das Fenster? Da hinten ist das Fenster. Hä? Nee, das war das gar nicht mit dem Fenster mit dem Polizisten, oder? Ich glaube, ich bin schon wieder falsch. Nee, das war der Polizist nicht. Das kommt später erst. Ich muss jetzt, glaube ich, die andere Tür durch. Das dauert noch, ja. Lass mich raus. Ich muss hier raus. Nein, nicht. So, der hört schon wieder auf. Was war zu tun? Da kann ich nicht durch. Nochmal im Bad gucken. Nee, hier war keine Türe. Wrong way. Ich muss zurück. Hier ist kein Way. Das ist der Weg nach zurück. Ganz zurück. Ganz zurück muss ich nicht. Doch, muss ich zurück? Oh, ich habe. Das ist auch schon wieder Jahre. 2 Jahre her, wie ich das gespielt habe. Doch, ich muss zurück, da ist die Alte. Die Liebe meines Lebens ist hier unten. Mein Schatz. Hier geht's nicht gut, würde ich sagen. Scherde. Ja, wie Mia. Nein, kann ich dich nicht wieder runterpuppen? Nein, kann ich nicht. Warte! Ey, jetzt hör auf damit! Ey, fuck! Ja, hättest du jetzt mal was mitgenommen zu schlagen? Ich kann sie hören! Ja, ich weiß. Ich kann das glaube ich. Wie sie sich in mich zurückkämpft! Und ich würde sagen, wir schnappen uns irgendwie ein Seil oder eine große Rolle Klebeband und fesseln sie irgendwo, dass sie uns in Ruhe lässt. Ich war böse. Ja, du warst sehr böse. Ich verdiene das. Ja. Mach gut schon weiter. Danke fürs Selbstausnocken. Was zur Hölle bist du, Mia? Bleib bitte so liegen und lass mich in Ruhe. Kann ich nicht dein Messer mitnehmen? Ja. Du hattest ein Messer. Der will auch nichts mitnehmen. Der hat so gar keinen Bock, sich zu verteidigen.
Der ist lebender Boxsack. Der hat so absolut keinen Bock, sich zu verteidigen. Nee, ich kann immer noch nicht durch. War das aber nichts bei dir? Ah nee, du musst ja auch schon so dabei. Lass mich! Gut, so weg war die Tür auch. Verdammt, der Mann. Nimm die Axt! Danke. Ja, das war nichts. Einiges aus. Die sind halt alle in dem Spiel so nah. Ich weiß auch nicht. Bei den anderen Spielen hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass sie die so dick auf die Pelle rücken. Nee, ich gehe jetzt nicht ans Telefon. Ich will gucken, ob hier irgendwas ist, was ich vielleicht gebrauchen könnte. Aber ich glaube, hier ist nichts. Doch, da. Guck mal hier. Was haben wir da? Papiertücher, nice. Die kann ich hier brauchen. Bleib schön da liegen. Ich geh mal kurz ans Telefon. Ja da? Ich hätte gerne große Pizza mit Salami. Du hättest vielleicht nicht herkommen sollen. Wer ist da? Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei den Dachboden solltest du rauskommen. Dachboden. Geh dahin. Jetzt. Da muss ich wieder ganz zurück. Besser. Nee, war hier nicht noch irgendwo? Ist die mir nicht eine Treppe runter oder so? Nee. Nicht. Hier war doch auch irgendwo ein Weg nach oben. Das war's Bad. Er macht die Tür auf. Das war's Bad. Kann ich jetzt durch die Tür? Wahrscheinlich nicht. Doch, jetzt kann ich durch die Tür. Ach so, jetzt bin ich hier. Ah, verstanden. Okay. Ich kann wieder vergessen. Das eine Gute, dass man so vergesslich ist, dass man wieder Sachen neu findet. Wir gehen mal kurz speichern. Ja, bitte. Würdest du?